Sophie seine Jugendliche durch eine schwierige Phase durchgemacht hat, mit einer psychischen Krankheit und einer langwierigen Behandlung. Hallo? Maruf, bist du da? Hallo, hallo. Grüß Gott. Hallo. Wie geht's? Gut. Den letzten Tag schon, was ich mitgebracht habe. Okay, schau. Blühen jetzt schon im Garten. Trotz dieser psychischen Krankheit hat er seine Lebensfreude wiedergefunden. Wie geht's dir jetzt? Gut, danke. Und wie ist es, wenn man jetzt zum Spital geht? Gut. Wie lange warst du da? 6 Monate. 6 Monate. Und kannst schon wieder lachen? Ja. Was machst du mit den Blumen dann? Wer soll sie haben? Das ist schon. Und wer soll sie bekommen? Willst du sie der Station schenken? Ja. Sie haben viel für dich gemacht. Maruf hat seine besondere Liebe zu den Pflanzen geholfen. Er konnte durch diese besondere Beziehung zu Blumen und Pflanzen in sein normales Leben zurückkehren. Für ihn hat diese Arbeit eine besondere Energie, die von seiner Liebe zur Natur stammt. Es ist die lebenslange Freundschaft zu den Blumen und Pflanzen, die ihn beim Gesundwerden ganz wesentlich unterstützen. Maruf tritt in die neue Phase seines Lebens ein und die Blumen spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Wahrheit ist, dass das Maruf erst jetzt begreifen konnte, dass das Leben verrückt sein kann und dass es ganz normal ist, in Blumen verliebt zu sein. Wie wir alle, die glauben, normal zu sein.